Du noch. Captain Lana Acosta, Status gefallen, okay. Du. Team Tarnentwarnung, wir machen es wie beim Akron. Die Basis blockiert ihn. Dann greifen wir an und zerlegen ihn komplett. Wow, okay. Danke für die sehr lange Mitteilung. Also müssten wir jetzt... Oh. Team Tarnentwarnung, okay, wir haben es wie schon. Beim Akron. Die Basis blockiert ihn. So, dann gehen wir mal hier rein. Das Wasser? Ah, da ist es. Okay. Sieht das eigentlich auf Twitch aus? Sehr, sehr dunkel. Kann ich irgendwie die Einstellung von Gamma noch erhöhen? Anzeiger. Helligkeit. Ah, kurz gucken. Das. Ihr seht das. Das ist bei euch einfach nur ein Dreieck. Aber ich sehe hier noch so reine Risse und hier drin noch was. What the fuck? Alles klar. Aber jetzt müsste es für euch hier in der Hinsicht viel angenehmer sein. Nice, jetzt kam der FNAF-Shot. Okay. Ja, sieht schon besser aus. Bei euch. Ja, jetzt schön. Sonst wäre das hier einfach nur zu dunkel. Noch mehr Audiologs. Da haben die Soldaten wohl geschlafen. So ähnlich wie in der Hütte in Mutterherz. Protokoll. Der erste Kampf am Ostküstenschutzwall war lange vorbereitet. Das war vor Kalmar. Die Prognosen für den Osten waren noch schlechter. 3 Wochen lang bildeten wir in irgendeiner Küstenstadt Freiwillige aus. Es regnete ständig, denn Europa war bereits niedergebrannt. Immer mehr Fertigkasernen. Sie wurden immer weiter aufgestellt, bis die Haupttruppe schließlich zuschlug. Mit den Freiwilligen machten wir Kampfübungen in den Straßen, wo sie gelebt hatten. Wir taten so, als ob es eine Zukunft für sie gäbe, wenn sie nur auf sich aufpassten. Nichts war schlimmer als die, die uns glaubten. Ihre hoffnungsvollen Fragen über Zero Dawn, als ob wir mehr wüssten als sie. Ich schwöre, allmählich werden wir so noch selbst zu Bots. Aber die lernen aus jedem Kampf. Und wir? Ich weiß nicht. Protokoll 3. Kampf California Marine. Der Schwarm kam vom Pazifik und ich weiß nicht, ob es Freiwillige waren oder die verrückte 15. Aber sie zündeten den Müllstrudel an. Mann, das Meer stand in Flammen. Das Zeug war... Die ersten Bots waren bedeckt von brennendem Schlamm. Das brachte uns 1 oder 2 erfolgreiche Stunden. Dann hatte der Schwarm alles neu berechnet. Wir lockten sie ins Inland und weiter Richtung Kalmar. Ließen Gebäude auf sie fallen. Setzten EMP ein. Das übliche Prozedere. In Kalifornien war ich zuletzt mit 5, 6. Ein Licht wie der Social-Net-Nostalgie-Filter, den es in den 40ern gab. Abberufene, ich erinnere euch an Artikel 115 der Basisrichtlinie. Die unerlaubte Nutzung der Prozessorzyklen. Insbesondere an 115c. Verboten ist jede holographische Simulation, die nicht direkt der Ausbildung dient. Ihr seid erinnert. Und viel Spaß beim Spielen. Was ist hier los gewesen? Alter, so viele Audioprotokolle. Schatz, tut mir leid, dass ich mich erst nach Tagen wieder melde. Die Einsätze werden länger und immer härter. Der Schwarm kann uns jetzt besser einschätzen. Wir sind jetzt weniger. Und die Arbeit wird für uns Verbleibende nur noch mehr. Wie in einem Familienunternehmen, aber es ist nicht meine Familie. Nicht ohne dich. Ich versuche, dich und unser früheres Leben aus der Sicht von außen zu betrachten. Früher freuten sich die Leute, uns zu sehen, als sie noch Hoffnung hatten. Alles scheint zu entgleiten. Ich erkenne nicht mal die Orte wieder, die wir verteidigen. Ich kämpfe nur noch für eine Sache. Nämlich für dich. No. Für Zero Dawn, um das hier abzuwenden?
was immer es ist. Feierabend, wup wup. Glückwunsch. Hast du es erfolgreich überstanden? Danke für die Nachrichten. Achso, ups. Du hast den E gedrückt. Danke für die Nachrichten. Die Zeit vergeht schnell im aktiven Dienst. 4 Monate jetzt. Und vielleicht 20 Einsätze? Immer an der Westküste. Und dann mit diesen rekrutierten, ahnungslosen Zivilisten. Ihr gesamtes Training besteht aus... Hier ist eine DEW. Schieß auf die Bots. Aber irgendwie klappt es. Mit dem 6. MEB haben wir einen Horus erledigt. Bei Lithium Beach. Es tat gut, dieses riesige Vieh vernichtet zu sehen. Ich hoffe, es kam in den Nachrichten, Schatz. Damit alle wissen, dass wir es schaffen können. Wir müssen Projekt Zero Dawn nur Zeit geben. Wie soll man es sich da gemütlich machen? Es war die Metallwelt. Sie waren vermutlich daran gewöhnt. Jetzt ist nur alles aus Metall, weil alles andere verrottet ist und so. Vereist und weiß ich nicht was. So, da geht's weiter, okay. Nur ein Bett. Vielleicht das Zimmer ihres Kriegsherrn. Ein Text. Protokoll. Darauf hab ich keine Lust. Und sorry. Wollte gerade schon sagen. Ui, Achterbahn. Ey. Würde ich noch so ein paar Millimeter weiter rutschen können. Rotes Licht. Das heißt wohl kein Strom. Und das alles geht. Diese Drähte führen wohl zur Stromquelle. Oh, ja toll. Schön, dass ihr auf der anderen Seite seid und... Okay. Okay, man kommt hier hoch. Gut. Und ja, schon mal muss irgendwie so ein... Interface. Muss eine Art Code sein. Vielleicht sollte ich die Objekte in diesem Bereich scannen. Ah, hier du. Das ist interessant. Oben, unten, links, rechts. Oben. Ist egal, wo, wie rum. Unten. Links. Rechts. 3 Leitungen, 3 Quellen. Das ergibt eine. Hä? 4. Ich weiß nicht, woran du 3 erkennst. Okay. Warte, oh Gott, da unten sind noch mehr. Oh, das meine ich. Ah. Das meine ich mit 3. Ups. Oben, unten, unten. Okay. Das ist nicht sehr schwer. Und 2. Noch eine. Du bist zu weit weg, um das hier keine. Ah, hier haben noch einen. Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Ich bin halt was ganz Besonderes. Gute Nacht, Vivi. Bis nachher. Ja gut, das ist hier kaputt. Wie mache ich das jetzt? Ah, der hat es doch gerade gesagt. Kannst du bitte nochmal wiederholen? Für welche Sachen kriegt man eigentlich hier Warns von Nightbot? Wenn du Sachen wiederholst, Links einfach reinschickst und ob du fürs Caps. Wo kommt man die Notiz? Ne, doch. Datenpunkte. Wann ist jetzt? So, hier das hier eins davon vielleicht.
Auf jeden Fall. Hologramme. Vögel suchen, soll man den Norden, Norden, Osten, Westen, Süden. Oben, rechts, oben, rechts, links, unten. Oben, rechts. Links. Unten. Okay, dann vielleicht andersherum. Zack. Zack. Das war's. Klingt zumindest so. Ich dachte jetzt eher, weil vom Kasten ausgehend, nicht von links ausgehend. Was jetzt war, alle anderen waren ja auch immer von links oder so. Hm. Ja dann. Auf hier. Da nutzt jemand Werkzeuge und ich höre Stimmen. Mehr Eclipse. Es muss noch einen Eingang geben. Ganz schön laut. Sie sind es tatsächlich. Sie suchen keine Antworten, nur Waffen. Im Großen benutze ich extra viele gute Pfeile. Ich hab sie! Naja. Aha. Immer deine schwere Waffe. Todbringergewehr, danke schön. Den sind jetzt schon alle Gegner tot, ne? Ja. Das ist so typisch. Das nehme ich mit. Ups, nein, ich wollte. Bleib. Bei mir. Mann. Nicht scheiße, ein Ziel mit den Dingen, anscheinend. Sonst nichts hier? Sehr ruhig auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe es geschafft. In Ordnung. Ist in Ordnung. Ich hab ihn befreit. Bin ich nicht nett? Ist echt viel Heilung immer drin. Also in den mit der Metallweltgewölben Gedingsbumsen. Hallo. Hallo. Blub, 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 blub. Ich nehme den einfach mit. Hier ist ja noch irgendwo Gegner. Na? Ich glaube, hier ist. Schade. Rück meine Waffe. Okay. Von mir aus. Ist in Ordnung. Ich werde das später ausschütteln. Was? Moment, oh Gott. Ames, ich weiß, ich melde mich zu oft bei dir. Aber ich bin so stolz auf dich. Wir alle sind es. Wir wurden weiter ins Inland gebracht, als Vorsichtsmaßnahme. Andres und Reggie haben noch Schule.
Ich passe auf sie auf. Wir wissen nie, wo du bist oder wann du kämpfst. Aber bei jedem Vitol rennen die Kinder raus und winken. Ich glaube an dich. Ich weiß, nichts wird mehr wie früher sein. Aber ich glaube an dich. An uns. Ames, ich weiß nicht mal, ob du überhaupt noch lebst. Diese Nachrichten, sie sind angeblich von dir, aber sie klingen so künstlich. Zusammengefügte Sätze. Und du sagst gar nichts zu den Neuigkeiten. Die Eindämmungszone, die Atemgeräte, die Aufstände, One Earth. Was in Dallas Bubble passiert ist, waren nicht die Roboter, Ames. Sie geben mir nicht mal eine klare Antwort, wenn ich wissen will, ob du noch lebst. Sie sagen, wenn noch Nachrichten kommen, bist du noch einsatzbereit. Es ist unfair, Ames. Unfair, dass du nicht hier sein wirst, wenn es zu Ende geht. Ich liebe dich. Wie traurig. Tut mir leid, Schatz, dass ich mich erst jetzt melde. Die Einsätze werden länger und die Arbeit wird noch mehr. Wie in einem Familienunternehmen. Ich versuche, dich von außen zu betrachten. Die Leute freuten sich, uns zu sehen. Sie hatten noch Hoffnung. Ich kämpfe für dich. Statusbericht. Neunte mechanisierte Eingreifbrigade. Kommandierende Offizierin, Lieutenant Fiona Morell. Die Truppenmoral wird weiterhin von den Gefechten gegen die Pharaoh-Plage ungünstig beeinflusst. Insbesondere, wenn diese in Bereichen stattfinden, in denen rekrutierte Zivilistengarden betroffen sind. Der Umfang und die Art der Todesfälle der teils unbewaffneten Zivilisten in diesen Bereichen ist unbeschreiblich. Und Zeuge davon zu werden, verbreitet Hoffnungslosigkeit in der Truppe. Und so fordere ich erneut, dass der Einsatz des 9. MEB wieder auf Einrichtungen konzentriert wird, die für Projekt Zero Dawn entscheidend sind. Und ich fordere erneut ein sofortiges Update über den zeitlichen Ablauf von Projekt Zero Dawn. Danke für die Nachrichten. Die Zeit vergeht schnell im aktiven Dienst. 4 Monate sind es jetzt schon. Mit diesen neuen, ahnungslosen, rekrutierten, wilde Typen. Aber irgendwie klappt es. Mit dem 6. MEB haben wir einen Horus erledigt. Ich hoffe, es kam in den Nachrichten, Schatz, damit alle wissen, dass wir es schaffen können. Wir müssen Projekt Zero Dawn nur Zeit geben. Okay, ich mach mal kurz mein Fenster zu. Weiter geht's, auf geht's. Irgendwann zu frisch hier drin. Nein, erst hier drum her gucken. Oh, die waren doch gerade. Und ein Textprotokoll, okay. Und, okay, kein Protokoll. Gucken wir uns mal jetzt den Voodoo-Projektor an. Was ist das? Das? Eine Karte. Eine Karte wovon? Unserer Welt. Der Erde, Aloy. Sie ist nicht flach, wie du glaubst. Warum sollte ich das glauben? Bei Finsternissen liegt ein gewölbter Schatten auf dem Mond. Also ist die Welt eine Kugel. Und so sieht sie aus. Von Weitem. Darüber reden wir ein andermal. Zurück zur Sache. Die Pharaoh-Roboter verbreiteten sich über die Welt und fraßen alles auf. Elisabeth stoppte sie, bevor es zu spät war. Aber wie? Die ist eine gute Frage. Da geht's lang. Ich meine, was man hier schon erfährt, ist schon nur mal für sich, ne? Da eine Kiste, danke. Und mit... Mehr kann ich nicht tragen.
Rohstoff. Gott, wir haben so viele Rohstoffe schon wieder. Könnte Sachen herstellen. Guck mal. Wer weiß, geht. Und wieder mit ein paar Dingsbums Munitionsplätze leer, weniger mehr kriegen. Auch wenn ich Überhersteller, aber es ist in Ordnung. Wir haben genug von allem. Wieso war es klar, dass irgendwas mit der Erde ist, keine Scheibe kommt? Die Erde ist doch keine Scheibe. Naja, und wenn man ganz an diesem Tal hier lebt, dann kann man schon irgendwie denken, dass die Erde vielleicht eine Scheibe ist oder so. Also, man bekommt ja nicht viel mit. Von außerhalb, ne? Hier für den Fischgräten. Waschbärhaut. Waschbärhaut. Fischhaut. Fischhaut. Rutanhaut. Fehlt so viel noch. Könnte ich ihn rausschmeißen einfach. Hm. Ah, zerlegen können wir das. Ah, Gehmeere zerlegen. Okay, alles. So, F dann drücken. Zack, zack. Ja. Machen sich am Metallteufel zu schaffen. Sie wollen ihn doch nicht erwecken, oder? Vorsicht! Der hier ist schnell. Holy shit, ja. Ist auf jeden Fall tot. Wird jetzt erhitzt jetzt und jetzt kann man Leute angeblich über oh Gott okay ist in Ordnung. Okay, ich muss mal kurz das einstellen.